sieht einfach alles wunderschön aus. Man geht raus, man fühlt sich inspiriert, man sieht schöne Sachen, das lächelt einen an und man lächelt zurück. So, jetzt ab zum Flughafen. So lauter sein. Noch lauter. Wir sind in Paris. Bitte? Was heißt das auf Französisch? Nous sommes à Paris. Was? Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. Freunde, willkommen bei meinem YouTube-Video Es geht nach Paris. Zwar war der Anlass für die Reise ein Event von Ralph Lauren mit vielen anderen Creatoren. Darunter war auch der Desiree, den ich dann am Flughafen getroffen habe. Auf jeden Fall war das Event 2 Tage und ich dachte mir, das ist doch viel zu kurz, um in dieser schönen Stadt zu sein. Dann habe ich die Reise verlängert und dachte mir, ich mache einen schönen YouTube-Vlog und mir eine schöne Zeit. Natürlich gibt es dann auch Tipps, falls ihr auch mal nach Paris wollt. Ich habe gesehen, hinten liegt ein kleines süßes Paketchen. Wow! Herrlich. Das ist ein Parfüm. Tony. Ich bin wirklich dankbar. Wow. Dear Tony, we are delighted to welcome you to Paris to celebrate the holiday season with us. We hope you have a great stay. Warmest regards, the Ralph Lauren team. Süß. Wow. Danke, 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 danke für alles, was in meinem Leben passiert. Ich arbeite hart dafür, aber ich kenne auch viele Leute, die auch hart arbeiten, aber nicht so die Privilegien genießen. Krass, 20 Jahre jung. Ich muss das der Welt irgendwie zurückgeben. Wie auch immer, wir sind jetzt in Paris und wollen eine coole Zeit haben. Also, auf geht's! Paris! I don't know what to say actually. The event is over. The event was literally one of the most amazing experiences I've ever made. Wow, really amazing. Wieso rede ich eigentlich auf Englisch? Sollte ein deutsches Video werden. When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet just as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give. War wirklich ein sehr geselliger Abend und falls euch das interessiert hat, wie das eigentlich aussieht, seid ihr jetzt bedient. Nach dem Event hatte ich mich dann entschieden, in ein neues Hotel einzuchecken und länger in Paris zu bleiben, wie schon erwähnt. Und da kam mich auch der Furkan besuchen. Wie in dem Film. Guck mal. Wer Furkan nicht kennt, das ist dieser freshe Typ, der casually Bilder auch von mir macht. Ich glaube, habt ihr vielleicht mal gesehen. Auf jeden Fall ist er als Reisepartner gekommen, um eine frische Zeit mit mir zu verbringen. Wir waren wirklich geflasht von der monumentalen Schönheit von Paris. Was sagst du, Vulkan? Schöne Stadt? Ist schon heftig, Paris ist schöner. Und hatten dementsprechend auch viele Pläne. Und insgesamt war es wirklich eine tolle Zeit, wo wir auch vieles Cooles erlebt haben. Wenn du dir ein Ziel setzen könntest für diese Reise, was das ist? Diese Reise? Ja. Boah, ich will auf jeden Fall so richtig James Dean-mäßige Bilder machen.
was für dich erstellt. Ich hab's im Zug kurz gemacht. Digga, alles James Dean. Und ich habe gerade ein paar gemacht, aber Bro, sowas hier. Kurze Anmerkung dazu, James Dean ist eines meiner Vorbilder, vor allem was Ästhetik angeht. Fresher, fresher Typ. Ja, fresh, merken wir uns. So machen wir das, Alter. Wir kriegen schon was Cooles hin. Wir haben auf jeden Fall auch versucht, uns so der Stimmung und dem Vibe von Paris hinzugeben. Wir haben uns dementsprechend gekleidet. Ich glaube, es ist sehr interessant, sich so einer gewissen Stimmung hinzugeben und die Kultur zu spüren. Zum Touri-Part der Stadt. Insgesamt wirklich herrliche Stadt, hat vieles zu bieten an Sehenswürdigkeiten. Am ersten Tag sind wir zum Sacré-Cœur und von dort zum Montmartre-Viertel. Ist relativ touristisch da, aber trotzdem sehr schön anzusehen, da die Cafés, die ganzen Bars und Restaurants einfach ein Anlächeln und diese Pariser Stimmung sehr schön vermitteln. Da geht's jetzt hoch. Wow. Es ist relativ bergig und man geht so die ganze Zeit hoch, aber es lohnt sich definitiv, wirklich? Weil die Aussicht, die ist wirklich pretty. Auf jeden Fall waren da auch sehr interessante Persönlichkeiten. Wir haben einen älteren Herrn getroffen, der uns angesprochen hat und gefragt hat, ob er uns denn zeichnen darf. Dann hat er Fulkan gezeichnet und ich habe dann angefangen, mit ihm auf Deutsch zu reden und gesagt, lass es sein kommen, der will dir am Ende Geld abziehen. Und der konnte auf einmal Deutsch. Sprechen Deutsch, ne? Kein Wort. Kein Wort. Warum bist du so süß wie er? So. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Habe ich in Lüttich gewohnt? Was aus 700. Dann hat er ihn gezeichnet und ich sage ihm die ganze Zeit auf Türkisch irgendwas. Auf einmal konnte er auch Türkisch. Also ich fand es sehr, sehr begeisternd, was es für Menschen da draußen gibt. Die Zeichnung war am Ende auch interessant, also war ein toller Typ. Ich habe ihm das auch so mitgegeben. Bleiben Sie so. Tschüss. Das Crepe-Essen. Nicht zu vergessen ist auch das wirklich, wirklich gute Essen in Paris. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Es sind auch gute Preise dementsprechend. Aber ich habe dort gut gegessen und auch nicht so sehr auf meine Linie geachtet. Crepe, Croissant, Restaurants in jeglicher Hinsicht. Ist gut? Nice. Da hat Paris viel zu bieten, dass ihr Bescheid wisst. Hier eine Liste von meinen Top-Empfehlungen. Die Creme de la Creme. Sonst gab es auch viele, viele Sehenswürdigkeiten, die mich geflasht haben. Letztes Mal in Paris war ich zum Beispiel auch im Louvre. Diesmal war ich am Louvre wieder. Und diese pyramidartige Aufbau zeigt, wie viel Kunst schon in der Architektur steckt. Wer sich für Kunst begeistern kann, für sowas ist Paris auch wirklich wow. Literatur, Shakespeare & Company, ein wirklich sehr ikonischer Buchladen, wo zum Beispiel Hemingway, Fitzgerald und so weiter sich getroffen haben. Das heißt, es hat auch so eine historische Bedeutung, die man auch fühlt, wenn man an dem Ort ist, wenn man das weiß. Und ich muss sagen, das waren Orte, die haben mich einfach gefesselt und insgesamt dann auch so gewisse Cafés mit der Stimmung. Der Eiffelturm ist flasht einen um, wenn man das sieht. Und ich glaube, ihr hört meine Begeisterung. Du bist so wundervoll. Es gab auch einen Abend vom Eiffelturm, das muss ich erzählen. Da hat es geregnet, dazu war es noch stürmisch und wir waren da halt und wollten da unseren Abend verbringen, coole Bilder machen, da ein bisschen chillen, einfach den Moment genießen. Und dann haben wir gemerkt, dass da Leute sind, die Regenschirme verkaufen. Wir haben die gekauft, natürlich für einen Schnäppchenpreis. Auf jeden Fall, die haben 4 Euro gekostet, sind sofort kaputt gegangen. Aber dieser Moment war einzigartig, wie in einem Film. Die Regenschirme sind kaputt gegangen, es war windig, es hat geregnet. Eiffelturm hatte seinen Glanzmoment, der wieder gefunkelt hat. Wir waren da für uns, wir sind durch den Regen gelaufen, wir haben geschrien, wir haben zum Abend. Wir haben einfach im Moment gelebt und das Leben genossen und hatten unseren Main-Character-Moment. Ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, dass man manchmal auch ein Main-Character seines eigenen Films ist. Eigentlich lebt jeder seinen eigenen Film.
danach war uns kalt, wir waren nass, sind dann in eine Bar. Von dort aus sind wir dann ins Hotel, weil die Bar war relativ langweilig. Die hatten nicht mal Tee und haben dann geschlafen wie zwei Babys. Schlaf, Kindlein, schlaf. Jetzt geht's auf letzter Tag. Wir geben unser Bestes. Wir werden eine schöne Zeit haben und euch nochmal ein bisschen begleiten. Ja. Bei Kokan das schönste Café in Paris. Wirklich das allerschönste. Am letzten Tag sind wir dann in das Carret. Das ist ein Café direkt am Eiffelturm mit dem besten Croissant und dem besten Rührei, was ich je gegessen habe. Bonjour. Man gönnt sich ja sonst nichts. Könnte wirklich wieder lang davon schwärmen, wie schön dieses Café war und die Stimmung drumherum, aber guckt einfach zu und genießt. Das schöne Ambiente und mein Kleidungsstil waren dann auch der perfekte Anlass, um unser James Dean Shooting abzuschließen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber die Clips, wow! Nicht rauchen, ich rauche nicht, der Penner zwingt mich für die Bilder, für die Ästhetik. Ja, ich glaube, man sieht's. Also, ich mein's ernst. Es ist so gesehen ein Requisit. Wir wollen eine Zeit einfangen, wir wollen einen Vibe einfangen und dafür nutzt man Requisiten. Genauso macht man es im Film, genauso macht man es bei Model-Shootings. Und das ist die Intention. Realität damals gewesen, als man im Café immer geraucht hat. Das war's erstmal. Wir werden ihn später. Ciao. Checkt auch die anderen Plattformen ab. Da findet ihr mehr davon. Vom Café aus sind wir dann nochmal in Paris umhergeschlendert und haben einfach reflektiert, was alles passiert ist. Und wir waren wirklich baff, wie viel in ein paar Tagen passieren kann. Das ist wirklich erstaunlich. La Tour Eiffel. Es ist locker so viel passiert, dass ich daraus 10 Videos machen hätte können. Aber wir haben auch gar nicht so viel gefilmt, will ich sagen. Weil wir haben viel im Moment gelebt und dieses Video ist auch voll Freestyle zusammengeschmissen. Ich glaube, das sieht man auch an den iPhone-Clips. Wie auch immer, was ich dazu gleich anmerken wollte, ist, dass ihr im Moment leben sollt. Ich habe da so viele Leute gesehen. Ich bin Influencer und ich filme weniger als manche Privatpersonen. Nur ihr Handy, die gucken sich das gar nicht an und genießen das gar nicht. Schade. Auf dem Rückweg dann nochmal aufgeschrieben, was alles passiert ist. Dankbar gewesen für alle Erfahrungen und dann ging es zurück nach Berlin. Ich hoffe, euch hat dieser zusammengewürfelte Vlog irgendwie gefallen. Ich würde mich sehr über ein positives Feedback freuen. Es wäre ein super Support. Support schadet nicht. Ein Like, ein Kommentar, ein Share wäre toll. Und natürlich könnt ihr abonnieren, weil nächste Woche kommt schon das nächste Video und ab jetzt wird YouTube gemacht. Ich freue mich drauf. Ich will Menschen wie euch was mitgeben. Bis dann. Ciao. Franzbrötchen, oder?